la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Sein Renault ist in die Jahre gekommen, aber im Stich gelassen hat ihn das Auto noch nie. Nicolas Hidalgo fährt seit 35 Jahren Taxi in Buenos Aires, durch diese wunderschöne Stadt voller prächtiger Fassaden und breiter Avenidas. Eine Metropole, die ganz anders ist als alle anderen Städte Lateinamerikas. Buenos Aires ist Europa näher als seinen eigenen Nachbarn auf dem Kontinent. Gerne vergleicht man die Stadt mit Paris. 14 Millionen Menschen leben oder arbeiten hier. Wer etwas über sie erfahren will, der steigt in eines der 40.000 schwarz-gelben Taxis, zum Beispiel zu Nicolas. Denn Taxifahrer kennen die Seele der Argentinier ganz genau. Der Taxifahrer aus Buenos Aires ist ein Analytiker, und zwar ein Psychoanalytiker. Einer, wie er nicht professioneller sein kann, ich sage es dir. In meinem Taxi zum Beispiel könnte ich da hinten die Sitzbank wegnehmen und ein Sofa hinstellen. Dinge, die man niemandem erzählen würde, erzählen die Leute dem Taxifahrer in dieser Stadt. Vielleicht, weil sie denken, schließlich werde ich diese Person nie wiedersehen. Aber pass auf, die erzählen dir alles. Die Frauen beichten mir sogar ihre Untreue. Buenos Aires. Einerseits eine hektische, eine mondäne und weltoffene Großstadt. Andererseits ist sie voller Melancholie, voller Widersprüche. Und die Porteños, wie die Bewohner hier am Rio de la Plata heißen, sind Menschen voller Leidenschaften. So ist der Gang zum Psychiater oder Therapeuten etwas Selbstverständliches. Knapp 800 Psychologen kommen auf 100.000 Einwohner. Das ist weltweit Spitze, noch vor New York. In der Praxis von Dr. Gabriel Rolón herrscht viel Betrieb. Sein im Jahr 2007 veröffentlichtes Buch Geschichten vom Divan erscheint bereits in der 10. Auflage. Der 46-Jährige ist Spezialist für Neurosen und Psychosen. Den Porteño würde ich ganz allgemein als einen introvertierten Typen bezeichnen. Einer, der mit anderen gerne kommuniziert, aber mehr aus Schmerz als aus Glück. Es gibt einen Satz von unserem größten Schriftsteller Jorge Luis Borges, der von Buenos Aires spricht und sagt, es ist nicht die Liebe, die uns zusammenhält, sondern das Staunen. Ich glaube, es ist eine Tugend der Argentinier, immer die Wahrheit hinter den Dingen zu suchen und alles zu hinterfragen. Und auch wir in der Psychoanalyse suchen nicht das Wohlbefinden, sondern die Wahrheit, auch wenn die manchmal wehtut. Ohne Zweifel, Buenos Aires ist einer der am meisten psychoanalysierten Orte der Welt. Viele der mehr als 60.000 Psychiater und Therapeuten arbeiten im eleganten Stadtteil Palermo. Man nennt ihn sogar Via Freud, in Anlehnung an den Wiener Begründer der Psychoanalyse. In Palermo lässt man sich behandeln. Der Porteño fragt sich ständig, woher er kommt, wer er ist, was mit ihm passiert. Fast scheint es, als liege eine ganze Stadt auf der Couch. Wir haben das Denken aus Frankreich oder Deutschland und die Emotionen aus Südeuropa. In unserer Kultur ist das Gespräch ein äußerst wichtiges Mittel, um die inneren Konflikte zu verarbeiten. Deshalb ist die Psychoanalyse so wichtig für uns Argentinier. Leidenschaftlich und emotional sind die Porteños. Taxifahrer Nicolas Hidalgo macht da keine Ausnahme. Jetzt fahr los, komm, du hast grün, fahr los! Ah, jetzt fahr schon los, Herrgott und Jungfrau Maria! Es liegt auch im Wesen des Porteños, immerfort nach Größe zu streben, was ihn nicht unbedingt beliebt macht im restlichen Argentinien oder in Südamerika. Ich denke, es ist diese Eigentümlichkeit, die den Porteño auszeichnet. Sein Verhalten ist anders als bei anderen. Diese riesengroße Leidenschaft bei allem im Leben. Er ist immer der Beste, wenn er Fußball spielt. Der Beste, wenn er Liebe macht, was auch immer er tut. Der Porteño macht es mit seiner ihm eigenen Leidenschaft. Ich
Hier, aus dem heute eher schmuddeligen Hafenviertel La Boca, stammen viele der Porteños. Sie kamen als Einwanderer aus Italien, Galizien, Russland oder Deutschland. Noch heute weiß nahezu jeder Einwohner, woher seine Familie stammt. Aus Genua oder Palermo, aus Odessa oder St. Petersburg. Buenos Aires ist ein bunter Schmelztiegel. Und in La Boca schlägt das italienische Herz dieser Stadt. Jeden Samstag backt Juana Panicella Pizza für die ganze Familie. Wie damals zu Hause in der Kleinstadt Riccia bei Neapel, den Ort, den sie vor 54 Jahren verlassen hat. Signora Panicella ist eine richtige italienische Mama. Viele sagen, dass ich sogar wie ein Feldwebel bin. Aber ich bin kein Feldwebel, ich bin ein guter Mensch. Auch wenn ich so böse gucke. Aber ich bin gut. Ich bin ein sehr familienbezogener Mensch. Sehr familienbezogen, verstehst du? Ich liebe meine Tochter, meine Enkel, meine Urenkel. Ich liebe sie alle, meine Schwestern. Ich liebe meine Familie. In der Familie Panicella wird Spanisch gesprochen, aber mit starkem italienischen Akzent. Das ist typisch in der Stadt. Viele Porteños haben den Singsang aus dem Italienischen über Generationen hinweg beibehalten. Warum suchten sich so viele Italiener gerade Buenos Aires als neue Heimat aus? Weißt du, das ist eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet Argentinien ausgewählt haben. Die Italiener sind überall auf der Welt, aber hier in Argentinien gibt es die meisten. Ich habe auch meiner Mutter diese Frage gestellt. Sie sagt, sie haben das Schiff genommen und kamen ganz einfach. So war das wohl damals. Italienische Küche und Traditionen in der argentinischen Hauptstadt. Die Älteren in der Familie Panicella sprechen untereinander sogar noch den süditalienischen Dialekt der Großeltern aus Riccia in der Provinz Campobasso. Und von dort stammt natürlich auch das beste Pizzarezept der Welt. Das ist die beste, die Napolitana von zu Hause. Da tue ich etwas Paprikawurst drauf, am besten eine ganz scharfe. Das ist wirklich eine sehr gute Pizza. Die italienischen Einwanderer sind im Geschäftsleben von Buenos Aires sehr erfolgreich. Mario Panicella, der Schwager von Juana, hat einen Steinmetzbetrieb. Auch das typisch italienisch, der Handel mit Marmor und Granit. Die tonnenschweren Platten werden im ganzen Land und in die ganze Welt verkauft, bis in die USA. Von den etwa 20 Marmorfabriken, den großen, die es hier in Buenos Aires gibt, gehören 15 Italienern. Die anderen 5 gehören keinen Italienern, aber die Mehrheit sind Italiener. Es ist dasselbe wie bei den Restaurants und den Konditoreien. Die gehören schon immer den Einwanderern aus Spanien. Beim Marmor sind wir Italienerfrauen und auch die modernsten Maschinen, die es gibt, kommen aus der Heimat. Für neue Maschinen hat das Geld im Familienbetrieb noch nicht gereicht. Aber bald wollen die Panicellas ihre Firma komplett modernisieren. Wenn es Nacht wird in Buenos Aires, sitzen Tausende am Radio. Starpsychologe Gabriel Rolón moderiert seine Sendung Nächte des Divan. 2 Stunden lang, montags bis freitags. Therapie per Telefon für die kleinen und großen Sorgen der Porteños. Hallo, guten Abend. Hallo, ich heiße Norma. Meine Frage ist, kann man 2 Menschen genau gleich lieben? Was für eine schöne Frage. Erzählen Sie mir, können Sie es? Es geht um meinen Mann. Er liebt mich und auch eine andere Frau.
Ich kann mit einem Gleichgewicht umgehen, verstehen Sie, wenn er uns beide gleich behandelt, aber nicht, wenn Unterschiede gemacht werden. Das heißt, er macht nicht halbe-halbe, er verbringt mehr Zeit mit der anderen Person als mit mir. Und dann habe ich Nein gesagt. Ich bekomme nicht die Hälfte von ihm, aber ich will die Hälfte. Wären Sie mit der normalen Hälfte zufrieden? Gänzlich. Ich teile. Ich kann teilen. Aber 50-50. Wenn man mir nur ein Wochenende im Monat gibt, dann nicht. Es sind zwei. In jedem Monat gibt es zwei Wochenenden. Basta. Herr Psychologe, wissen Sie, er ist ein Mensch, den ich sehr liebe. Den ich, glaube ich, bis zum Tod lieben werde. Ganz bestimmt. Gabriel Rolón hilft bei leichten Fällen live im Radio. Wenn es schwieriger wird, antwortet er per Mail. Aber warum nur gibt es so viel große Leidenschaft, diese Sentimentalität, diese Melancholie, ausgerechnet in dieser Stadt? Der Psychologe versucht, das Phänomen zu erklären. Argentinien ist ein Land, das aus Verlusten entstanden ist. Ein Land voller Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Menschen, die ihre Familie, ihre Eltern, ihr Land, ihre Sprache und ihre Träume zurückgelassen haben. Sie haben schon verloren, als sie hier ankamen. Buenos Aires besonders. Dieser Ort ist aus den Verlusten seiner Einwohner entstanden. Reich und arm, diese Gegensätze sind in Lateinamerika ganz besonders ausgeprägt. Buenos Aires macht da keine Ausnahme. Jeder zehnte Bewohner der Stadt lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie, weniger als mit umgerechnet 250 Euro im Monat auskommen zu müssen. Die Statistik stammt von der Regierung. Vermutlich gibt es inoffiziell weit mehr arme Menschen in Buenos Aires. La Fiorita ist so ein armer Vorort von Buenos Aires, eine Stadt der Vergessenen. Die Menschen hier leben vom Müll der Hauptstadt. Cartoneros nennt man sie, auf Deutsch die Kartonsammler. In La Fiorita wurde Diego Maradona geboren. Auf diesem Platz lernte er Fußball spielen. Cartonero, das ist heute ein Beruf in Buenos Aires. Einer, den es früher, vor der Wirtschaftskrise, nicht gab. Säckeweise sortieren die Cartoneros den Abfall, den sie nachts in der Stadt gesammelt haben. Wenn man von der Arbeit kommt und einen Karren voller Papier gesammelt hat, stell dir vor, manchmal wiegt er 100 Kilo. Und dann muss man hier durch den Matsch. Dann bleibt man stecken und es regnet dir ins Gesicht. Du hast keine Ahnung, wie schrecklich und erniedrigend das ist. 50.000 Einwohner gibt es in La Fiorita. Romina ist erst 14 Jahre alt und schon eine Cartonera. Ihr Zuhause, eine Hütte aus Wellblech, in der sie mit 6 Geschwistern und ihren Eltern wohnt. Gleich muss das Mädchen zur Arbeit, wie jeden Nachmittag, außer sonntags. Meine Schule beginnt um 8. Um 12:30 ist Schluss. Dann komme ich nach Hause, esse was, mache Hausaufgaben und dusche. Ja, dann muss ich los. So gegen 4:30 zum Müllsammeln in die Stadt. Zu Hause bin ich dann erst wieder nach Mitternacht. Sergio ist Rominas Nachbar. Der 27-Jährige verlor in der Krise seinen Job im Supermarkt. Er rutschte wie viele aus der unteren Mittelschicht ab. Keine festbezahlte Arbeit, keine soziale Sicherheit. Der wichtigste Unterschied zu früher ist, dass wir keine Krankenversicherung bekommen. Es schmerzt, keinen Arzt und keine Klinik zu haben, wohin ich meine Kinder zu einer Behandlung bringen kann. Das wäre, glaube ich, das Dringendste, was wir brauchen. Pünktlich um 5 Uhr nachmittags setzen sich die Cartoneros auf den matschigen Straßen wie eine stille Armee mit ihren Handkarren und Säcken in Bewegung, um ins Zentrum zu fahren. Für die Lastwagenfahrt nach Buenos Aires müssen sie zahlen, umgerechnet 4 Euro am Tag. Nachmittags hin, spät in der Nacht geht es zurück. Niemand weiß, wie viele Müllsammler in der Hauptstadt unterwegs sind. Man schätzt, dass es zwischen 20.000 und 40.000 sind,
vielleicht auch mehr. Die Cartoneros gehören mittlerweile zum Stadtbild, wie der Obelisk oder die schwarz-gelben Taxis. Eilig trennt Sergio Papier und Pappe, Dosen und Plastikflaschen, immer in einem festen Bezirk. Einige Bewohner helfen ihm und stellen den Müll raus, bevor er kommt. Er geht zu seinen Kunden, wie er sagt. Das Geheimnis unserer Arbeit ist, erstens schnell zu sein und zweitens möglichst alles hier vor Ort in der Stadt zu sortieren, damit du nicht so viel Mist nach Hause schleppen musst. Und unser größtes Geheimnis ist es, das ganze Papier hier später etwas nass zu machen, weißt du, damit es schwerer wird. Ich komme nach Hause und ein Sack ist 15 Kilo schwer. Nass wiegt er vielleicht 25 oder 30, dann kriege ich mehr Geld. Romina ist in einer anderen Gegend unterwegs. Sie teilt sich die Arbeit mit ihrem Vater und zwei Brüdern. Alle verdienen so den Lebensunterhalt für die ganze Familie. Viel ist es nicht, im Monat umgerechnet 140 Euro. Am anstrengendsten ist es, den Wagen zu schleppen und im dreckigen Müll zu suchen. Ich habe auch Angst, mich zu schneiden. Manchmal sind Spritzen oder Glasscherben in den Säcken. Es gibt Leute, die das sogar extra reinmachen, damit wir nicht im Abfall wühlen. Dass auch Kinder jede Nacht im Müll der Großstadt nach kleinen Schätzen wie Pfandflaschen oder weißem Papier suchen, ist keine Seltenheit. Schnell müssen sie sein, sonst schnappt vielleicht ein anderer Cartonero den Müll weg. Für einen Euro muss Romina 10 Kilo Papier oder Karton sammeln. Von Stunde zu Stunde wird sie müder und ihr Wagen immer schwerer. Eigentlich möchte ich lieber etwas anderes arbeiten, als Babysitterin zum Beispiel. Doch eine andere Arbeit hat das Mädchen noch nicht gefunden. Und jetzt muss sie schnell weiter. Bis Mitternacht ist sie noch unterwegs. Buenos Aires, eine Stadt voller Sehnsüchte. Nach außen hin zeigt sie sich mondän, kosmopolitisch. Sie ist prächtig und wunderschön. Über ihre Einwohner sagt man, sie seien Italiener, die Spanisch sprechen, sich wie Franzosen benehmen und denken, sie seien Engländer. So sind die Porteños im Grunde mit dem Herzen Europäer und mit ihren Leidenschaften Lateinamerikaner. Buenos Aires, eine moderne Metropole. Auf den ersten Blick, aber dann auch wieder melancholisch, in sich gekehrt. Sie ist beides, Hauptstadt und doch Provinz zugleich. Sie will immer besser sein als alle anderen und trauert allzu oft über ihre Mittelmäßigkeit. Die vielen Psychologen und Psychiater dieser Stadt werden weiter einiges zu tun haben. Und den letzten wehmütigen und schönen Tango, eine Liebeserklärung an diese besondere Stadt, singt Taxifahrer Nicolás Hidalgo. Buenos Aires, cuando lejos te vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que entonaba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti al calor de otro cielo, cuánto sufrió mi corazón evocando tu nostálgica canción. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver.